Wir sehen einen Mann, der offensichtlich eine Krankheit hat. Aber seht, was passiert, wenn der Polizist den Raum verlässt. Dawson McGee sitzt im Verhörraum, weil er seine Mutter umgebracht haben soll. Er gibt vor, Parkinson zu haben, bemüht sich zu stottern und glaubwürdig rüberzukommen. Scheinbar unwissend darüber, dass er gefilmt wird, verschwinden plötzlich all seine Symptome, sobald er allein ist. Aber wie seine Geschwister schon sagen, Dawson ist in der Lage, sein Parkinson wie einen Lichtschalter an- und auszuknipsen. Er ist sehr manipulativ, gefährlich und offensichtlich unberechenbar. Ihr Lieben, im heutigen Video erzähle ich euch von einem Mann, dessen größte Leidenschaft Horrorfilme waren. Jason und Michael Myers gefielen ihm besonders gut. So sehr, dass er sich deren Masken aufsetzte und seinen eigenen Horrorfilm erleben wollte, mit einem wirklich tragischen Ende. Gebt diesem Video gerne ein Like, nicht für die schreckliche Tat, aber für die Recherche dahinter. Dawson wird am 30. Oktober 1985 in Manteca, Kalifornien geboren. Seine Eltern Thomas und Kathleen sind seit dem College zusammen und heiraten kurz nach ihrem Abschluss. Die beiden ziehen nach Chicago und bekommen kurz darauf ihre ersten beiden Söhne. Thomas ist geschäftlich viel unterwegs und manchmal monatelang im Ausland, also ist Kathleen Hausfrau und Mutter und kümmert sich um alles, was anfällt. Da sie weitere Kinder haben und ein Haus kaufen möchten, zieht die junge Familie zurück in ihre Heimatstadt Manteca, wo die Häuser günstiger sind und Kathleen sich wohler fühlt, was noch wichtiger ist, da ihr Mann so selten zu Hause ist. Sie finden ihr Traumhaus und fangen dort neu an. Kathleen bringt ihren dritten Sohn Dawson zur Welt, um den es sich in diesem Video dreht. Dann kommt ihre Tochter Caitlin zur Welt. Kathleen entscheidet sich dazu, die Kinder im Homeschooling zu unterrichten, was schon sehr bemerkenswert ist, da sie allein schon damit den Großteil des Tages verbringt. Dazu kommt, dass sie, wie schon erwähnt, meistens alleine mit den Kindern ist und zusätzlich alle anderen Aufgaben zu erledigen hat. Sie ist eine starke und liebevolle Mutter, wie ihre Kinder später aussagen werden. Mit der Zeit stellt sich aber heraus, dass eins der Kinder, ihr Sohn Dawson, immer mehr Schwierigkeiten damit hat, sich auf seinen Lernstoff zu konzentrieren. Er wird zunehmend unruhiger und scheint immer etwas zu finden, was ihn vom Lernen abhält. Kathleen sucht einen Arzt auf, der kurz darauf herausfindet, dass Dawson ADHS hat. Kathleen ringt mit sich selbst, ob die empfohlene Medizin das Beste für ihr Kind ist und entscheidet sich dann aber dafür, es auszuprobieren. Es folgt eine Zeit, in der Dawson seine Medikamente einnimmt und dann aber auch wieder absetzen darf, da seine Mutter noch nicht wirklich davon überzeugt ist. Dawson entwickelt sich immer mehr ins Negative und seine Geschwister beobachten immer öfter, dass er ein manipulatives Verhalten an den Tag legt. Wann immer es vorteilhaft für ihn ist, scheint er der süßeste Junge der Welt zu sein, kann das aber an- und ausschalten, wie es ihm gerade in den Kram passt. Dann wird er aggressiv, wenn er nicht bekommt, was er will. Natürlich verlangt sein Verhalten mehr Zeit und Zuneigung von seiner Mutter als die anderen drei Kinder. Aber Kathleen glaubt jeden Tag an ihren Sohn und versucht ihm mit allen möglichen Hilfestellungen den Alltag zu erleichtern. Sie probiert verschiedene Lernmethoden aus, nimmt sich mehr Zeit für ihn und reagiert niemals böse. Als nichts so wirklich zu funktionieren scheint, entscheidet sie sich dazu, Dawson auf eine öffentliche Schule zu schicken, in der Hoffnung, dass es das ist, was ihm fehlt. Mit anderen Schülern zusammen ein strengeres Programm verfolgen und neue Hobbys zu entdecken. Zur Freude aller scheint das eine gute Entscheidung gewesen zu sein, da er sich wirklich gut macht und seinen Abschluss erfolgreich besteht. Während dieser Zeit entwickelt er eine tiefe Leidenschaft zur Musik. Dawson geht also aufs College und studiert, weil er sich später im Berufsleben nur mit Musik beschäftigen will. Auch das meistert er und die Dinge scheinen gut für ihn zu laufen. Dawson nimmt nach seinem Abschluss eine Stelle als Musiklehrer an einer Grundschule an, die ihn aber nicht lang glücklich macht. Da er von zu Hause ausgezogen ist,
zieht er das aber eine Weile durch. Dawson hat sich etwas anderes, etwas Spektakuläres vorgestellt. Doch die Suche nach einem geeigneten Job bleibt erfolglos. Seinen Job an der Grundschule kündigt er dann mit der Begründung, dass er depressiv sei. Er zieht zurück ins Elternhaus und ab hier ändert sich sein Verhalten schlagartig. Seine Mutter freut sich aber, dass Dawson zurück ist, da all ihre Kinder mittlerweile ausgezogen sind. Sie genießt es regelrecht, sich wieder kümmern zu müssen, und Dawson nutzt das ausnahmslos aus. Er ist mittlerweile ein erwachsener Mann, benimmt sich zu Hause aber wie ein Teenager. Dawson lässt seine Teller überall stehen, räumt nie irgendwas weg. Weder um sein Zimmer noch um seine Wäsche muss er sich selbst kümmern. Kathleen erledigt alles für ihn, als wäre er ein Kleinkind. Und es reicht ja nicht aus, dass Dawson seine Mutter alles erledigen lässt. Nein, er wird richtig unverschämt zu ihr, wenn sie ihn nach einem neuen Job fragt. Sein neuer Alltag ist nun also den ganzen Tag rumliegen und sich einen Horrorfilm nach dem anderen reinzuziehen. Er tut nichts anderes mehr. Seine Obsession für Horrorfilme und vor allem für Verkleidung und Masken entwickelt sich zu einem besorgniserregenden Verhalten. Dawson rennt ständig in seiner Jason-Verkleidung rum, nicht nur im Haus, sondern auch draußen auf der Straße. Das geht nicht spurlos an seiner Familie vorbei, besonders an seinen Geschwistern, die immer wieder versuchen, Kathleen die Augen zu öffnen. Was für alle anderen offensichtlich ist, scheint sie aber nicht sehen zu wollen. Sie steht hinter ihrem Sohn und hofft einfach nur auf eine Phase. Deshalb will sie für ihn da sein, ihn durch seine Depression begleiten und wieder auf die Beine helfen. Er beginnt seiner Mutter dann auch noch zu erzählen, dass er Angstzustände hat und Stimmen in seinem Kopf hört. Außerdem hätte er Halluzinationen und sieht Dinge, die ihn verstören. Seine Geschwister aber bemerken, dass er nur im Beisein seiner Mutter dieses Verhalten an den Tag legt. Wenn sie nicht da ist, benimmt er sich völlig normal und nichts von seiner Depression oder den Stimmen in seinem Kopf scheint mehr vorhanden zu sein. Die Vermutung, dass er das nur tut, damit er sich nicht um sein Leben kümmern muss, verstärkt sich immer mehr. Auch seinem Vater fällt das auf, wenn er zu Hause ist, da er immer noch viel auf Geschäftsreise ist. Thomas ist da anders gestrickt und er wird zunehmend skeptischer, was Dawson betrifft. Am meisten stört ihn, dass er sich nur von seiner Mutter bedienen lässt, statt sich einen Job zu suchen und endlich wieder auszuziehen. Mittlerweile hat auch Kathleen Sorge, dass sich die Situation nur noch verschlimmert, also besorgt sie ihrem Sohn einen Termin bei einem Psychologen. Dort wird eine psychische Störung diagnostiziert. Dawson bekommt Medikamente, die er einnehmen soll, und ihm wird empfohlen, eine Art Tagebuch zu führen. Er entscheidet sich aber dafür, sich selbst zu behandeln, indem er illegale Substanzen konsumiert und das fast durchgehend. Kathleen weiß sich nicht weiter zu helfen und versucht, ihren Sohn besser zu verstehen, indem sie einen Blick in sein Tagebuch wirft. Was sie dort sieht, ist sehr beunruhigend. Dawson zeichnet eigentlich nur Dämonen und gruseliges Zeug. Er beginnt tagsüber panisch vor Dämonen wegzulaufen und behauptet, dass sie ihn jagen. Und als ob das nicht reicht, beginnt er eines Tages, nachdem er seinen Parkinson-kranken Onkel besucht hat, diese Symptome nachzuahmen. Von jetzt auf gleich hat Dawson also Parkinson. Und auch hier beobachten seine Geschwister, dass er nur dann Parkinson hat, wenn jemand in der Nähe ist. Sie ertappen ihn aber oft dabei, wie er sich völlig normal benimmt, wenn er denkt, dass ihn niemand sieht. Und obwohl die Geschwister versuchen, ihre Mutter endlich davon zu überzeugen, dass er sie nur manipuliert, wie sie das einfach nicht glauben. Sie glaubt Dawson, dass er Parkinson-Symptome hat. Bis zu dem Tag, als sie einen Kurs für Opfer von häuslicher Gewalt besucht, den sie belegt, weil sie in ihrer Kirche eine neue gemeinnützige Stelle annimmt, um den eben erwähnten Opfern zu helfen. In diesem Kurs werden ihr nebenbei die Augen geöffnet für die Situation zu Hause. Ihr wird bewusst, dass sie wirklich nur manipuliert wird, also ändert sie zu Hause einiges. Sie hört auf, ihm alles hinterherzutragen, für ihn zu kochen und seine Wäsche zu machen. Kathleen macht ihrem Sohn außerdem klar, dass er nicht mehr so respektlos mit ihr sprechen darf, wie er es gewohnt war. Sie wehrt sich und verlangt von ihm, endlich selbstständiger zu werden und Verantwortung für sein Verhalten zu übernehmen. Das tut sie, laut Aussagen ihrer Familie allerdings, immer noch in einem liebevollen Ton, so wie man es von ihr gewohnt ist. Trotz der Tatsache, dass sie sich ihr ganzes Leben lang eigentlich immer nur um andere kümmert und kaum um sich selbst. Neben der Situation zu Hause hat sie weitere Lasten, die sie aber tapfer trägt. Ihr schon erwähnter Bruder, der an Parkinson erkrankt ist, wird von Kathleen gepflegt.
Ihre Schwester, die an Krebs gestorben ist, wurde bis zum Ende von Kathleen gepflegt. Ihre Kinder sagen, dass sie immer nur gibt und nichts dafür erwartet, bedingungslos. Kathleen sieht in jedem nur das Gute und ist voller Liebe. Wird ihr diese bedingungslose Unterstützung zum Verhängnis? Zumindest scheint es Dawson sehr zu irritieren, als sie versucht, sich davon loszureißen. Mit ihrem Sohn macht das nämlich alles andere, als von ihr erhofft. Dawson wird extrem wütend und die Situation verschlimmert sich drastisch. Kathleen versucht, sich Hilfe bei ihrem Mann zu holen, der sofort nach Hause kommt. Es entwickelt sich ein furchtbarer Streit und Dawson schreit seine Eltern an. Er behauptet, dass er schrecklich von ihnen behandelt wird und dass sie ihm nicht zu sagen hätten, was er tun und lassen soll. Nur die Polizei, die von Thomas ans Haus bestellt wird, kann die Situation einigermaßen beruhigen. Dawsons Vater verlangt Respekt und Mithilfe im Haus, ansonsten würde er seinen Sohn rausschmeißen. Als die Polizei versucht, ihm das zu erklären, bettelt Dawson die Polizisten an. Er sagt, dass seine Eltern ihn nicht aus dem Haus werfen können und ist völlig geschockt, als die Polizisten ihm sagen, dass seine Eltern das sehr wohl tun dürfen. Dawson ist schließlich erwachsen. Es sei das Haus seiner Eltern und sie entscheiden selbst darüber, was sie wollen und was nicht. Dass die Polizei zu den Eltern hält, macht ihn nur noch wütender. Und seine Wut wird er an seiner Mutter auslassen, sobald sein Vater die Stadt wieder verlässt. Mit der Forderung, dass er sich bessern soll, darf er also noch zu Hause wohnen bleiben. Die Situation scheint sich etwas zu beruhigen, zumindest was Dawsons ausgedrückte Wut angeht, aber sein seltsames Verhalten mit den Verkleidungen und den Parkinson-Symptomen kommt zurück. Sein ältester Bruder erzählt, dass er eines Tages mit Dawson im Kino war. Mitten im Film stand Dawson auf und schien auf die Toilette zu gehen. Als er nach langer Zeit noch nicht zurück ist, wundert sich sein Bruder allmählich, also steht er auf, um nach ihm zu sehen. Er findet Dawson draußen, verkleidet als Jason. Er sitzt einfach nur da und beobachtet die Leute, während er die Maske aufhat. Zu Hause geistert er ebenfalls in dieser Verkleidung herum und erschreckt nachts seine Mutter damit, indem er einfach im dunklen Gang steht und sie beobachtet. Besonders kritisch wird sein Verhalten, als seine jüngere Schwester vorübergehend zu Hause einzieht. Sie steht kurz vor ihrer Hochzeit und möchte die letzten Tage mit ihrer Mutter verbringen, mit ihr gemeinsam die Hochzeitserledigungen machen und sich darauf vorbereiten. Kathleen freut sich sehr darüber. Nicht nur, weil sie jetzt nicht mehr alleine mit Dawson ist, sondern auch, weil sie die gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter vermisst hat. Die Aufmerksamkeit, die seine Schwester nun bekommt, bringt Dawson so zur Weißglut, dass er kein einziges Wort mehr mit seiner Schwester spricht. Er weigert sich. Sowohl beim Essen als auch während zufälligen Begegnungen im Gang behandelt er sie, als sei sie Luft für ihn. Es brodelt in ihm. Seine Mutter verlangt dann auch noch von ihm, dass er sich einen Job suchen und endlich ausziehen soll. Zu viel für Dawson. Es ist Halloween im Jahr 2011. Dawson ist zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt. Thomas ist wieder auf Geschäftsreise und Dawsons Schwester ist tagsüber unterwegs, um Erledigungen zu machen. Ihre Mutter verspricht ihr, sie abzuholen, sobald sie fertig ist. Kathleen geht an diesem Tag mit ihrem ältesten Sohn in die Kirche und telefoniert am Nachmittag mit ihrem mittleren Sohn. Das wird das letzte Mal sein, dass sie mit ihren Kindern spricht. Als sie das Abendessen vorbereitet hat, geht sie nach oben ins Schlafzimmer, um sich dafür fertig zu machen, ihre Tochter abzuholen. Auf dem Weg aus ihrem Zimmer raus sieht sie einen maskierten, verkleideten Mann im Gang stehen. Er hält ein großes Küchenmesser in der Hand. Es ist ihr Sohn. Dawson greift seine Mutter an und sticht 10-mal in völliger Rage auf ihren Hals und ihre Brust ein. Kathleen hat keine Chance. Es ist 17 Uhr. Dawsons Schwester steht am vereinbarten Treffpunkt und wartet auf ihre Mutter. Nach einer ganzen Weile wundert sie sich, dass diese nicht auftaucht, also versucht sie es auf ihrem Handy. Erfolglos. Dann bekommt sie einen Anruf von Dawson, was seltsam genug ist, da er ja eigentlich nicht mit ihr spricht. Sie wundert sich sehr über seinen Anruf und die Art, wie er redet. Fröhlich fragt er sie, was gerade so läuft und wie es ihr geht. Sie erkundigt sich nach ihrer Mutter, aber Dawson behauptet, dass er nicht wüsste, wo sie sei. Kathleen erklärt ihm, dass sie versucht hat, ihre Mutter zu erreichen. Dawson behauptet, dass ihr Handy gerade wohl nicht funktioniert. Die beiden beenden das Gespräch und die Schwester versucht es weitere 3-mal bei ihrer Mutter. Sie hinterlässt ihr eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und wird dann ein zweites Mal von Dawson angerufen.
Er erzählt ihr, dass er mit der Mutter gesprochen hat und von ihr gebeten wurde, seine Schwester abzuholen, da es ihr nicht gut geht. Caitlin wird zunehmend skeptischer und wundert sich über die Hilfsbereitschaft, aber da sie nun mal dasteht und abgeholt werden muss, stimmt sie Dawson zu. Als er sie erreicht, fällt ihr sofort auf, dass er außergewöhnlich gut gelaunt ist. Er fragt sie, ob sie Lust hätte, ihn noch bei einigen Erledigungen zu begleiten, und sie bejaht. Die Fahrt ist laut Caitlin sehr verwirrend. Dawson hat kein wirkliches Ziel und fährt eigentlich nur umher. Dann will er seine, wie er es nennt, Medizin bei seinem Dealer abholen. Während der weiteren Fahrt ist Caitlin immer wieder überrascht von seinem Verhalten. Er unterhält sich gut gelaunt mit ihr, was sie seit Jahren nicht mehr bei ihm erlebt hat. Dawson lenkt das Thema sogar kurzzeitig auf die gemeinsame Mutter, die zu diesem Zeitpunkt ja leblos in ihrem Schlafzimmer liegt. Er erzählt Caitlin stolz, wie toll die Diät der Mutter ja zurzeit laufen würde und wie viel sie schon abgenommen hätte. Die fehlenden Kalorien seien aber gerade wohl das Problem, warum es ihr gesundheitlich nicht so gut geht. Caitlin genießt den Moment mit ihrem Bruder, trotz ihrer Verwirrung. Insgeheim hofft sie einfach nur, dass sich zwischen ihnen endlich eine engere Beziehung entwickelt und alles gut wird. Sie erwähnt dann kurz, dass ihre Lippen so trocken seien und Dawson bietet zuvorkommend an, sie zu einer Drogerie zu fahren, um sich einen Pflegestift zu besorgen. Als sie bezahlt hat, findet sie ihren Bruder nicht im Auto, sondern zwischen den Regalen schlendernd. Danach holen sie sich etwas zum Essen und fahren etwa eine Stunde lang weiter durch die Gegend, weil Dawson sich angeblich nicht mehr erinnern kann, wo er seine Medizin abholen soll. Offensichtlich, um weiter Zeit zu schinden. Endlich zu Hause angekommen, möchte Caitlin nach ihrer Mutter schauen, was Dawson unbedingt verhindern will. Es sei jetzt gegen 11 Uhr am Abend viel zu spät und Caitlin soll sie am besten schlafen lassen und nicht aufwecken, gerade weil es der Mutter so schlecht ginge. Seine Schwester akzeptiert das und legt sich schlafen. In der Nacht wird sie hin und wieder wach und stellt fest, dass Dawson im Flur umherschlendert. Am nächsten Morgen will sie dann endlich nach ihr sehen, doch auch jetzt hält Dawson sie davon ab. Er erklärt ihr, dass die Mutter angeblich zwischen 5 und 6 Uhr morgens wach wurde und ihm sagte, dass sie sehr schlecht geschlafen hätte. Deshalb würde sie den Tag über gerne im Bett bleiben und ihre Ruhe haben. Als Dawson gerade nicht in der Nähe ist, klopft sie ganz leise an die Tür der Mutter, bekommt aber keine Antwort. Sie klopft etwas lauter und geht dann hinaus, um ins Schlafzimmerfenster zu schauen, sieht dann aber, dass die Vorhänge zugezogen sind. Da sie nicht paranoid wirken will, akzeptiert sie die Situation. Dawson fragt seine Schwester, ob sie Lust hätte, mit ihm durch die Stadt zu bummeln, also fahren die beiden wieder los. Er ist wie am Abend zuvor auffällig gut gelaunt und sehr gesprächig, völlig ungewohnt. Nach der Shoppingtour fahren die Geschwister wieder nach Hause und Caitlin trifft sich mit einer Freundin zum Abendessen. Als sie gegen 17.30 Uhr nach Hause kommt, ist Dawson nicht im Haus. Caitlin klopft erneut an die Tür ihrer Mutter, dieses Mal lauter. Als sie keine Antwort bekommt, versucht sie, das Zimmer zu betreten, aber es ist abgeschlossen. Da sie nicht weiter weiß, ruft sie ihren älteren Bruder an. Dieser bittet sie darum, sofort den Notruf zu wählen und sagt, dass er sich auf den Weg macht. Die Polizei erreicht das Haus und verschafft sich Zugang zum Schlafzimmer. Dort finden sie Kathleen leblos in einer Blutlache neben ihrem Bett liegend. Die Autoschlüssel, mit denen sie ihre Tochter am Tag zuvor abholen wollte, hält sie immer noch in der Hand. Auf die Frage, wer die letzte Person ist, die Caitlin lebend gesehen hat, wird Caitlin plötzlich alles klar. Dawson. Aber wo ist er? Dawson muss sich scheinbar unbemerkt rausgeschlichen haben, denn er ist nirgendwo aufzufinden. Mitten in der Nacht wird er dann gesichtet, aus dem Verkehr gezogen und von der Polizei mitgenommen. Er beginnt wieder mit seinem Parkinson-Symptom und stellt sich unwissend. Dann folgt dieses verstörende Verhör, von dem er seltsamerweise nicht wusste, dass es aufgenommen wird. We'll talk to you about what happened to your mom. What happened to my mom? Well, you tell me. People call me and say something happened at home. Okay. Well, so, was your sister home this weekend? Wait, I'm supposed to have an attorney? If you want one. Am I supposed to have an attorney? I should request an attorney. Well, that's up to you if you'd like one. You're supposed to have an attorney. I would ask for an attorney. Hello?
Offensichtlich hofft er darauf, als unzurechnungsfähig eingestuft zu werden, um eine Haftstrafe zu umgehen. Da das Blut seiner Mutter auf seiner Jacke gefunden wird, kommt er sofort in Untersuchungshaft. Dawson McGeehy wird für den Mord an seiner Mutter angeklagt, aber er besteht darauf, unschuldig zu sein. Seine Anwälte sagen, dass er zum Zeitpunkt der Tat nicht wusste, was er tut. Er sei nicht bei sich gewesen. Gerichtspsychologen, die ihn untersucht haben, behaupten aber das Gegenteil. Dawson sei voll zurechnungsfähig. Außerdem keine Spur von Parkinson. Sein Verhalten nach der Tat würde das zusätzlich belegen. Dawson wusste sehr wohl, was er tat. Sonst hätte er seine Schwester nicht davon abgehalten, das Zimmer zu betreten. Und hätte auch nicht versucht, sie abzulenken. Die Psychologen erklären, dass Dawson eine Abhängigkeit zu seinen illegalen Substanzen entwickelte. Dadurch bekam er Angstzustände und Depression. Die Psychologin, die von seiner Verteidigung in den Zeugenstand gerufen wurde, behauptet allerdings, dass Dawson sogar unter Schizophrenie leidet. Seine ständigen Aussagen über Dämonen, die ihn jagen würden, das belegen. Außerdem sein Verhalten während den Gesprächen. Er könne nicht ruhig sitzen, würde sich immer irgendwo kratzen und hätte deutliche Angstzustände und Panikattacken. Man darf aber nicht vergessen, dass dieses Verhalten meistens verschwindet, wenn er sich unbeobachtet fühlt. Hat Dawson seine Symptome schon immer gefaked? Er bekam ja früher schon Medizin zur Unterstützung von ADHS, allerdings nahm er die nicht lange ein. Dann ist eine Antidepressiva-Einnahme bekannt. Was Dawson durchgehend zu sich nahm, war seine eigene Medizin, die er ja rauchte. Und nein, ich darf das hier nicht laut aussprechen, deshalb verzeiht bitte das Umschreiben. Es ist ja bekannt, dass der Konsum dieser speziellen Zigaretten Angstzustände und Panik intensivieren kann. War diese Abhängigkeit sein wahres Problem? Wollte Dawson einfach nur verhindern, von zu Hause ausziehen zu müssen, um nicht auf eigenen Beinen zu stehen? Wie schätzt ihr das ein? Schreibt mir gerne eure Theorie in die Kommentare. Bitte vergesst aber nicht, respektvoll zu bleiben. Die Geschworenen können nicht von seinen Anwälten überzeugt werden. Dawson wird schuldig befunden und zu 16 Jahren Haft verurteilt. Die kürzere Haftstrafe deshalb, weil die Tat angeblich nicht vorsätzlich war. Er hat die Chance auf Haftentlassung im Jahr 2028. Dawsons ältester Bruder sagt später in einem Interview aus, dass er seither nicht ein einziges Mal Reue in Dawsons Worten gehört hat. Er erklärt, dass seine Mutter sich mehr Zeit für die Menschen nahm, die es nötiger hatten. So auch ihr Sohn Dawson. Dawson aber hat mehr Zeit und Aufmerksamkeit von ihr bekommen, als alle anderen zusammengenommen. Kathleen wollte Dawson beschützen. Sie wollte immer, dass alle glücklich sind und traf ihre Entscheidung stets so, dass niemand anderer traurig sein musste, selbst wenn sie dafür einstecken sollte. Sie vermied Konflikte und passte sich jedem Menschen an. Als sie sich endlich lösen wollte, bekam sie nicht mehr die Möglichkeit dazu. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin gespannt auf eure Meinungen.